Es sind etwas über ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen von diesem Thema betroffen oder haben schon mal so eine Erfahrung gemacht. Und was ich interessant finde, ist, dass es Untersuchungen gibt, die belegen, dass Menschen, die in der Offline-Welt Mobbing-Erfahrungen machen, dann auch eher in der Online-Welt gemobbt werden oder Grooming oder ähnlichen Phänomenen ausgesetzt sind. Und was ich dann auch interessant finde, ist, dass sich Kinder und Jugendliche eher als Erwachsene die technischen Kompetenzen besitzen, dass sie sich dann halt auch schützen gegen Übergriffe, gegen unerwünschte Anmachen oder ähnliche Sachen. Wobei man ja eigentlich immer sagt, dass Kinder und Jugendliche da gar keine Ahnung davon haben. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu kurz gegriffen, weil wenn man sich überlegt, wer irgendwie sozusagen Digital Native, um dieses Wort mal zu benutzen, ist, dann bin das noch nicht mal ich mit meinen 34 Jahren, sondern dann sind das tatsächlich die Kinder und Jugendlichen, die damit auch aufgewachsen sind, die dementsprechend auch sicherlich eine andere Herangehensweise haben und auch andere Kompetenzen, die nicht zwingend nur von Schule vermittelt werden müssen, sondern die auch tatsächlich im täglichen Gebrauch kommen. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch ganz wichtig ist, auch in Schule und in Jugendarbeit Medienkompetenz mit einzubringen und auch nicht nur auf potenzielle Opfer zu gucken, sondern ich finde, wir sollten in dem Zusammenhang auch auf sozusagen potenzielle Täter gucken, also auch darüber sprechen, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Was bedeutet eigentlich Respekt und was bedeutet eigentlich auch Grenzen überschreiten? Ich glaube, dass auch das wissen wir aus den einschlägigen Studien, es vor allem darum geht, Kinder und Jugendliche stark zu machen. Das ist eigentlich die beste Prävention dagegen, Täter zu werden. Aber das ist ja eigentlich ein Trend, den wir jetzt nicht nur haben, wenn wir auf das Thema Mobbing bei Kindern und Jugendlichen gucken, sondern was wir im Moment ja gesamtgesellschaftlich total krass erleben, dass dieser Hass im Netz so massiv anwächst. Und da sind wir ja ganz stark jetzt in die Diskussion reingekommen, was können wir eigentlich dagegen tun? Also natürlich Medienkompetenz, das ist etwas, was wir hier in NRW seit vielen Jahren ganz erfolgreich machen. Medienpass NRW zum Beispiel ist so ein Programm für Kinder und Jugendliche in den Schulen. Das ist mehrfach ausgezeichnet worden, gilt bundesweit als vorbildlich. Aber ich glaube, wir brauchen eben auch an einigen Stellen dann für wirklich krasse Fälle, wo es dann um schwere Beleidigungssachen geht, wo es aber auch um Volksverhetzung zum Beispiel geht, dann eben auch gestärkte Sicherheitsbehörden. Und auch da haben wir jetzt beim LKA, Landeskriminalamt, neue Strukturen geschaffen, die sich genau dieses Themas dann auch annehmen. Ich glaube, dass es in dem Zusammenhang aber auch wichtig ist, wirklich auf alle Dimensionen zu gucken. Also wir haben sehr stark bei diesem Begriff von Hate Crime und eben Hasspostings und so weiter im Fokus, wenn es um Rassismus geht, wenn es aber auch zum Beispiel um Homophobie geht. Das finde ich sehr gut, dass diese Entwicklung da auch hingeht. Aber was wir bislang nicht so stark im Fokus haben und wo wir auch noch nacharbeiten müssen, was die statistische Erfassung überhaupt angeht, ist die Frage sexistischer Beleidigungen. Also wir sehen in der ganzen Netzdebatte häufig, dass das ist ein sehr positiver Effekt, dass Frauen und junge Frauen und Mädchen sich das auch zunutze machen. Also wir haben eine Vielzahl von Blogs, in denen Frauen sich auch zu Wort melden, in denen sie auch für sich neue Möglichkeiten sehen, bestimmte Themen auf die Agenda zu setzen. Beispielsweise die Kampagne Hashtag Aufschrei, wo Frauen über Twitter sehr deutlich gemacht haben, welche Erfahrungen sie mit alltäglichem Sexismus haben. Auf der anderen Seite sehen sie sich aber auch damit konfrontiert, dass sie oftmals extrem beleidigt werden und auch auf einer Ebene, dass Vergewaltigungsandrohung, also auf einer extrem sexistischen und übergriffigen Ebene. Und da brauchen wir auch eine validere Datenbasis. Bislang wird das in der Art und Weise nicht erfasst. Und ich glaube, das muss man tatsächlich auch noch mehr in den Blick nehmen, weil wir die Augen eben davon nicht verschließen dürfen und weil es eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist. Ja, und ich glaube, gerade bei dem Thema gesamtgesellschaftlicher Entwicklung setzen wir dann in NRW ja mit einer ganzen großen Zahl auch an Projekten inzwischen an. Also es ist längst nicht mehr so, dass wir die Frage von Medienkompetenzentwicklung nur den Schulen oder nur den Jugendeinrichtungen überlassen, sondern wir haben einfach ganz viele neue Zielgruppen da auch auf dem Schirm, haben beispielsweise jetzt im letzten Jahr mit dem rot-grünen Integrationsplan ja auch das Thema Medienkompetenz für Geflüchtete ganz stark vorangebracht. Und ich glaube, das sind Themen, wo wir ja die Entwicklung einfach nachvollziehen, dass eben
das Online-Leben und das Offline-Leben immer stärker verschmelzen und dass die Phänomene, die wir aus der Offline-Welt kennen, seit Jahren jetzt schon einfach in der Online-Welt auch die Realität sind und die Realität abbilden. Deswegen ist es dann richtig, da auch reinzugehen in diesen und das wirklich als Querschnittsaufgabe zu begreifen. Deswegen haben wir auch gemeinsam einen Antrag gemacht zur Situation von Frauen online, also sowohl eben, welche neuen Möglichkeiten sich da auch tatsächlich eröffnen, als auch in der Frage, welche Gewaltformen erleben Frauen vielleicht in besonderem Maße auch im Internet. Und da auch nochmal drauf zu gucken, dass nicht nur die Medienkompetenz gendersensibel ausgestaltet sein soll, weil Mädchen und Jungen durchaus unterschiedliche Formen von Gewalt auch im Internet erleben oder Übergriffigkeiten oder auch Mobbing-Erfahrungen unterschiedlich sind von Mädchen und Jungen, aber auch die spezifischen Einrichtungen fit zu machen. Also wir haben in Nordrhein-Westfalen eine sehr, sehr gute und sehr gut organisierte Frauen- und Mädchenhilfeinfrastruktur, aber wir wollen die eben auch noch medienkompetenter machen. Wir wollen sie auch noch kompetenter machen in dem Bereich Cybermobbing, Cybersexismus und diesem ganzen Bereich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man eben das wirklich als Querschnittsthema begreift und wirklich auch nicht nur in Schule, Jugendarbeit, sondern eben auch in die Frauen- und Mädchenhilfeinfrastruktur bringt.